Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Format Wie ist das? Heute gibt es ein neues, spannendes Thema und Freunde, ich sag's euch direkt, wenn euch noch andere Leute einfallen, die ich mal interviewen soll, schreibt mir auf Instagram, da machen wir auch eine Folge zu diesem Thema. Heute geht es um das Thema Borderline und ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon oft gehört, aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht so viel darunter vorstellen und wir werden heute Lisa treffen. Lisa hat sich schon oft selbst verletzt in ihrem Leben und das ist etwas, was ich mir persönlich sehr schwer vorstellen kann, weil ihr wisst, Freunde, ich sitze im Rollstuhl. Ich hatte auch selber schon einige Operationen, wo mir auch dann, ja, ist normal, da werden halt dann die Beine aufgeschnitten und die Arme aufgeschnitten und danach hat man Narben und Wunden und ich würde um kein Geld in der Welt, um nichts irgendwie was an meinen Körper drankommen lassen. So, aber sie verletzt sich selber und das kann ich mir sehr schwer nur vorstellen. Deshalb freue ich mich tierisch darüber, dass sie heute für uns vor der Kamera reden wird und jede Frage versucht zu beantworten. Dafür könnt ihr eigentlich schon mal einen Daumen nach oben da lassen, würde ich sagen, und abonniert diesen Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Genug geredet, ich würde sagen, wir treffen jetzt Lisa. Hallihallo. Na, alles klar? Ja. Ja? Mhm. Mhm. Ja, bei mir auch. Oh. Alles gut. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin die Lisa, ich bin 18 Jahre alt und ich habe eine psychische Erkrankung. Also erstmal mega cool, dass du heute dich bereit erklärt hast, ne, hier vor der Kamera zu sprechen mit mir. Mhm. Was machst du so in deinem Leben? Kannst du darüber ein paar Sachen so erzählen? Ich bin Auszubildende in dem medizinischen Bereich. Und ja, mein Leben ist eigentlich ein ganz normales Teenagerleben. Man geht am Wochenende weg und unter der Woche ist man in der Arbeit oder in der Schule. Und das war's. Okay. Ja, mega. Also jetzt so viel Hobbys hast du nicht? Du machst halt viel mit deinen Freunden oder was? Also Hobbys habe ich schon, aber das sind mehr so Hobbys, die ich mal alleine mache. Zum Beispiel singen. Du kannst singen? Ich habe gesagt, ich singe nicht, dass ich singen kann. Achso, das ist ein kleiner Unterschied. Okay, ja. Nice. Ja, viel mit Freunden mache ich nicht, weil die wohnen ein wenig weiter weg von mir und... Also die wohnen ein bisschen weiter weg. Ja, ihr merkt, wir sind heute in Nürnberg unterwegs und ja, die gute Lisa hat einen Akzent, das merke ich jetzt erst. Echt jetzt? Hört man das? Minimal. Oh, minimal. Okay. Ja, also wir sind zu Besuch in Nürnberg und Lisa, wir haben jetzt den ganzen Weg hierhin und alles, was heute noch passiert, haben wir in dem Vlog auf dem Hauptkanal, der übrigens jetzt auch online ist, Freunde, also erster Link in der Beschreibung. Da seht ihr, wie wir den ganzen Trip gemacht haben, ich zusammen mit meinem Bruder. Und ja, du bist Teil unseres verrückten Tages heute. Aber dann lass uns auch direkt zum Thema kommen. Also du hast gesagt, dass du, oder du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du dich schon selbst verletzt hast. Wie ist es so dazu gekommen? Also es hat eigentlich nicht wirklich einen Grund, also einen Auslöser, sondern es kam einfach, natürlich wurde man in der Schule gemobbt, Freundschaften sind kaputt gegangen, Jungs haben dich verletzt und sowas. Und das sind halt alles so kleine Bausteine gewesen, wo sich das dann alles so aufgebaut hat. Ja. Und man hat halt natürlich die Schuld bei sich selber gesucht und nicht bei den anderen, weil ich habe ja kein Problem mit anderen, sondern mit mir selber, mit meiner Persönlichkeit, ja, mit dem ich jetzt halt leben muss, mit den Depressionen, Borderline, Selbstverletzung, Persönlichkeitsstörung, wie man es auch immer nennen will. Ja. Und dann sucht man halt natürlich die Schuld bei sich, weil man keinen Grund dafür hat. Ich meine, man hat keinen Grund gehabt, dass die Freundschaften kaputt gegangen sind. Es gab nie wirklich einen Grund dafür, dass man gemobbt wird. Und genau deswegen hat man sich, also habe ich mich selber verletzt, weil es einfach nie einen Grund gab und ich immer einen Grund gesucht habe. Und diesen Grund habe ich dann bei mir gesucht. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das kann doch so nicht sein. Und dann wird man depressiv. Hm. Und wenn man sich dann selber die Schuld gibt, dann ja, fängt man auch an, sich zu ritzen, weil es dann bei mir so war, wenn... Keine Ahnung, es war einfach so, man hat sich wehgetan, so zum Beispiel den Zeh angehauen und dachte ich, das war gerade ein ziemlich befreiendes Gefühl und ja, dann hat man halt auch mal gern zum Messer, zur Nagelschere oder sonst irgendwas gegriffen. Okay, wow, da kriegt man fast schon Gänsehaut, das hast du gut erklärt, also es waren so kleinere Erlebnisse in deinem Leben, negative Erlebnisse in deiner Jugend, die sich aufgebaut haben und dann dazu geführt haben. Kannst du dieses befreiende Gefühl ein bisschen beschreiben? Weil wenn ich Schmerzen empfinde, da werde ich vielleicht sauer, wenn ich mir irgendwo den Ellenbogen anhaue oder so, kriege ich Wut und für dich war es befreiend. Ja, also man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel, es fühlt sich so ein bisschen an, so als wäre man in einem Raum und da ist richtig stickige Luft und dann macht man Fenster auf und atmet einfach mal ganz, ganz tief durch. Ja. Und ich meine, du bist ja kein Raucher, das verstehst du nicht, aber wenn man viel Stress hat und dann eine Zigarette raucht, das ist ja auch erstmal so ein Slowdown. Okay, krass. Und so fühlt sich das halt an. Ich meine, klar, im Moment ist, also in dem Moment, wo man es macht, da denkt man darüber gar nicht nach. Da will man das einfach. Und das Problem halt daran ist wirklich, es wird wirklich zur Sucht. Das ist wie Zigaretten, Alkohol, die Krankheit gibt dir einfach ein Gefühl. Es gibt dir halt einfach ein Gefühl von Sicherheit, ja, Freiheit, ja, ja, was aber auch
nicht so positiv ist auf Dauer. Und ja. Ja, weil du fügst dir Schäden zu. Was mich noch interessiert, Lisa, was war so das allererste Mal, woran erinnerst du dich? Wie alt warst du da, als du dich das erste Mal selbst verletzt hast? 11. 11 Jahre? Das war 11 Jahre. Das war wirklich das allererste Mal. Und was hast du da gemacht? Da ist halt eben was Blödes in der Schule passiert und ich wurde deswegen aufgrund dessen gemobbt. Mhm. Und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich einfach zum Skalpell gegriffen und dann habe ich mich geritzt und es hat sich sehr gut angefühlt. Und dann bin ich auch drauf hängen geblieben und jedes Mal, wenn ich halt wirklich mich schlecht gefühlt habe, habe ich dann halt mich geritzt. Und es ist halt dann so ein Problem gewesen, dass ich es natürlich an den Armen gemacht habe und man hat es dann natürlich gesehen, Sportunterricht und sowas. Und das einzige Problem, was ich dann hatte, war, dass es mir viele nachgemacht haben, obwohl sie kein Problem hatten. Ich habe gesagt, Leute, das ist nicht witzig, sowas macht man nicht einfach so, weil dir jemand ein Herz gebrochen hat, sondern weil man krank ist. Und ich nenne es halt immer Seelenkrebs, weil man sich es auch wie echten Krebs vorstellen kann. Mhm. Also so Seelenkrebs, ja, das ist wie echter Krebs einfach so. Man bekommt, wie zum Beispiel ich, eine Medikamente und das ist sozusagen meine Chemo. Diese Chemo hat aber halt auch richtig blöde Nebenwirkungen, sage ich jetzt halt mal. Aber man sieht es uns halt nicht an. Andere denken sich, okay, irgendwie ist sie so ein bisschen merkwürdig. Und bei Krebspatienten ist es halt so, sie haben keine Haare oder... Das ist offensichtlich, meinst du, ne? Ja. Genau. Also bei mir ist es dann halt immer so gewesen, dass die anderen das halt überhaupt nicht verstanden haben. Und das darf ich ganz kurz einhaken? Wie war die Reaktion von deinen Mitschülern oder auch von deinen Lehrern, als du dann mit den geritzten Armen im Sportunterricht warst? Weil es ist ja aufgefallen und dein Lehrer muss ja denken, da stimmt irgendwas mit dem Mädchen nicht. Also die Lehrer an sich haben jetzt halt nicht wirklich was davon gesehen, weil sonst hätten die mich ja zum Schulpsychologen oder so geschickt, sondern eher mehr die Mitschülerinnen. Und die Mitschülerinnen, die waren halt alle ziemlich jünger als ich, weil ich die Klasse in der 5. wiederholt habe. Ja. Und dann war das so, oh wow, und wieso? Und die fanden es mehr interessant. Und dann am nächsten Tag hört man, ja, sie hat sich jetzt auch geritzt. Und dann dachte ich mir, das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel, dass die sich dann auch ritzen. Dann warst du so eine Art Vorbild im negativen Sinne. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger, wenn ich mich selber verletze oder sowas. Dann mache ich es lieber an Stellen, wo man es halt nicht sieht. Aber sowas kann man dann halt im Sommer auch nicht vermeiden, weil dann heißt es immer, was hast du da für Schrammen am Arm? Hast mit deiner Katze gekämpft? Und dann denkt man sich so, nee. Lass es einfach sein. Eine andere Frage wäre, entzündet sich das nicht? Also, weil du schneidest dir ja so die Haut auf und bist ja noch relativ jung gewesen so. Ja, also es ist aber, das Ding ist, man will, dass es sich entzündet. Echt jetzt? Ja, wegen den Schmerzen. Man will, dass es nicht heilt. Deswegen bin ich auch nicht zum Arzt und habe mich nähen lassen oder sowas, weil das wäre ja dann schon wieder viel zu einfach gewesen. Ach krass. Das heißt, du lässt es dann auch wahrscheinlich nicht richtig heilen, sondern schneidest vielleicht auch wieder rein? Es gibt auch Personen, die streuen extra noch Salz rein, aber das habe ich nicht getan. Okay, wow. Wow. Hast du Verletzungen, die man jetzt noch sehen kann? Also ja. Da bleiben doch auch Narben, oder? Ja, freilich. Also man muss unterscheiden zwischen Schneiden und Ritzen, weil Ritzen ist das hier. Da muss man wirklich unterscheiden. Ritzen sind solche kleinen, ich sag jetzt mal Katzenkratzer. Oh, okay. Darf ich das mal? Ja, freilich. Wow. Okay. Das ist halt jetzt gelasert, weil, ist halt nicht so schön in der Arbeitswelt und sowas. Man will ja auch kurze Sachen tragen. Und auch wenn man in so einem Bereich arbeiten sollte oder sowas, ist es halt ziemlich schwierig. Ja, klar. Und du kriegst halt trotzdem sehr komische Blicke. Und das war halt dann wirklich schneiden. Wo man eigentlich hätte gehen sollen zum Arzt. Aber hier ist doch die Pulsader. Ja. Ist auch ein Suizidversuch gewesen. Mehr oder weniger. Wann war das? Das war vor einem Jahr. Wow. Und es gab halt auch wirklich keinen großen Auslöser. Also man hat halt einfach sich gedacht, ganz ehrlich, wenn ich keinen Grund habe, hier zu bleiben, aber 1000 Gründe zu gehen, gehe ich lieber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der ganzen Geschichte riesen Respekt. Ich kann es mir, wie gesagt, für mich überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mich jetzt nicht so zu 100% in deine Situation hineinversetzen, aber davor, wie du das spiegelst, habe ich Respekt, weil du weißt ja schon genau, was passiert. Das heißt, du hast schon auch so eine Stufe, was diese Krankheit angeht, überschritten, sodass du wirklich bewusst handelst. Und selbst wenn du Scheiße baust, dann weißt du es zumindest, weil das ist schon so der erste Schritt, denke ich, die Erkenntnis darüber. Wie stehst du heute dazu, zu der Entscheidung, die du in dem Moment getroffen hast? Schwierig, weil heute würde ich es nicht mehr machen, weil ich einfach gelernt habe, mit der Krankheit zu leben. Ich habe gelernt, sie zu verstehen, mich zu verstehen, es anderen mehr oder weniger zu erklären. Und ja, ich würde es auf jeden Fall nicht mehr machen und auch nicht wollen, weil das Leben ist schöner, als man denkt.
finde ich. Ja, also ich denke, es gibt immer irgendeine Lösung, selbst wenn man so in einer Zwickmühle steckt. Und glaub mir, in meiner Jugend habe ich sehr viel Zeit in Krankenhäusern gelegen. Und ich weiß nicht, ob du dich mit meiner Krankheit schon mal ein bisschen beschäftigt hast, aber ich habe ja so viele Knochenbrüche, 64 an der Zahl gehabt und immer wieder Rückschläge gehabt. Und ich habe mir auch oft gedacht, Alter, warum ich? Was ist eigentlich so der Sinn, wenn ich aus dem Krankenhaus rausgehe, frisch operiert und mir direkt wieder was breche, so beim Niesen zum Beispiel eine Rippe breche? Das war echt eine schwere Zeit, auch in meiner Jugend. Aber da brauchst du halt immer irgend so einen Lichtblick in der Ferne. Und das würde mich bei dir auch interessieren. Also mir zum Beispiel hat die Familie extrem geholfen und Freunde haben mir auch extrem geholfen. Das heißt, mit denen habe ich dann auch geredet und mich mit denen ausgetauscht. Die haben mich motiviert, weiterzumachen. Und dann habe ich auch wieder Kraft gehabt, obwohl ich immer wieder Rückschläge hatte. Mhm. Was war das so bei dir, wo es dir den Antrieb gegeben hat, dass du heute hier sitzt? Gut, der Selbstmordversuch ist schief gegangen, aber ansonsten, warum hast du noch nicht aufgegeben? Also ich habe erst nicht aufgegeben, weil meine Familie hinter mir steht. Über Freunde, da bin ich jetzt halt ein bisschen vorsichtig, weil Freunde sind für mich auch einfach nur Menschen, sage ich jetzt halt mal ganz blöd, und ich vertraue mich nicht jedem an, weil es halt auch nicht jeder versteht, aber der einzige Mensch, der dann wirklich sich gerettet hat, war ich selber, weil ich denke, also ich dachte mir früher ganz oft, ganz ehrlich, zu sterben ist, glaube ich, einfacher als zu überleben, weil das ist eine harte Welt, sage ich jetzt halt mal. Ja. Und ja, ich denke mir so ganz ehrlich, wenn da oben mir noch keiner die Tür aufmacht, dann bleibe ich hier und mache das Beste draus. Und es ist schwach, da denke ich mir so, es ist ja einfach nur schwach, sich umzubringen, weil zu überleben ist härter als einfach aufzugeben. Und überleben will man ja. Und aufgeben will man eben nicht. Ja, ich glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Also sich umzubringen ist wahrscheinlich wirklich der leichtere Weg. Mhm. Aber das Leben ist hart. Das Leben ist eine Aufgabe. Und wenn du mit der Aufgabe umgehst und die aktiv annimmst, kannst halt daran auch wachsen. Und das sieht man bei dir. Du bist jetzt mitten im Berufsleben so, regelst deinen Alltag selbst. Und wann war so das letzte Mal, dass du dir wirklich was angetan hast? Das war nicht mal so lange her, ich glaube vor einem Monat oder so. Und es gab aber auch nicht wirklich einen Auslöser, es war halt einfach natürlich wieder so ein mentaler Breakdown. Klar, es gab Nebeneffekte, so wie man hat sich ein bisschen mit irgendjemandem zerstritten oder jemand hat gezickt oder sowas. Aber im Endeffekt war das nicht der Grund, sondern eher mehr so der Antrieb, so dieses, jetzt hast du schon wieder alles falsch gemacht, jetzt ist schon wieder alles. Aber man fühlt sich danach schlecht, weil das ist wie eine Sucht. Und dann ist man, ich sag jetzt mal, clean und dann fängt man wieder an und dann fühlt man sich im Prinzip noch schlechter. Ja. Und ich habe die Gedanken zurzeit immer noch. Heuer. Ich habe die Gedanken halt zurzeit immer noch, aber ja, ich bin halt immer so der Mensch, der sich denkt, ganz ehrlich, dann das würde wieder Schwäche zeigen. Ja. Sich zu ritzen ist einfacher, als sich nicht zu ritzen. Ja, definitiv. Ja. Dann wäre jetzt natürlich noch die Frage, du weißt, viele schauen jetzt auch dieses Video an. Was würdest du jetzt jungen Mädels, jungen Jungs raten oder Menschen, die sich mit dir identifizieren können, was würdest du denen raten, was hat dir geholfen, dass du jetzt so deinen Alltag leben kannst? Also ich würde den Menschen raten, dass sie, wenn sie sich wirklich selber verletzen oder mit den Gedanken spielen, dass sie wirklich mit jemandem darüber reden sollen, mit ihrem Vertrauen, Eltern, Freunden, Verwandten allgemein. Und dass, wenn es halt wirklich zu weit geht, dass sie sich wirklich professionelle Hilfe suchen und dass auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels ist und dass man das auf jeden Fall schafft. Also man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Also es klingt so wie der normale Standardspruch, aber es ist wirklich so. Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben und ja. Ich glaube, aus deinem Mund ist das sogar ziemlich gut zu verstehen und zu glauben. Freunde, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Lisa, nochmal vielen Dank an dich. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, dann gebt jetzt mal einen Daumen nach oben. Schreibt mal weitere Fragen, wenn euch irgendwas noch interessiert, zu Lisa zum Beispiel, in die Kommentare. Vielleicht können wir darauf dann auch so ein bisschen eingehen. Du kannst ja vielleicht auch das ein oder andere da beantworten in den Kommentaren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mal eure Gedanken zu dieser Krankheit auch unten rein. Habt ihr dafür Verständnis oder sagt ihr eher, wow, okay, die Leute sind total komisch oder so. Ihr habt ja jetzt einiges gehört. Ja, ansonsten könnt ihr mir natürlich auch noch andere Menschen bringen, wo ihr sagt, ey, den kenne ich, die kenne ich und darüber musst du auch mal berichten. Das wäre mega spannend. Das heißt, da schreibt ihr mir am besten auf Instagram, um wen es sich handelt und dann können wir mit Sicherheit auch dazu eine Folge drehen. Heute sind wir in Nürnberg gewesen. Nürnberg, Junge. Ja, wir haben jetzt gleich auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu tun. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt mal jetzt auf den ersten Link in der Beschreibung. Dann seht ihr das ganze Video vom gesamten Tag. Das ist auch jetzt online. Und ansonsten abonniert diesen Kanal. Dann seht ihr auch die nächste Folge von diesem Format. Wie ist das? Ich bedanke mich nochmal bei dir. Und ich würde sagen, kannst jetzt nochmal winken. So, tschüss. Bis zum nächsten Video.
Servus.